Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Terra. Wir sind auch gleichzeitig in einer neuen Aufnahmesession und wir sind ja hier immer noch in diesem instanzierten Bereich, wo wir uns durchkämpfen müssen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen vergessen, worum es hier jetzt gerade geht, warum wir hier drin sind. Ich weiß nur noch, dass irgendwie immer noch der Oberälteste von den Baraka irgendwie verschwunden ist. Der älteste Weise oder wer das da sein sollte. Und den, denke ich mal, werden wir jetzt suchen. Ich blicke hier bei der, in der Erweiterung sowieso irgendwie gar nicht mehr so durch, was jetzt die ganzen, was die Hauptmission angeht. Und so wie es ausschaut, müssen wir hier drin echt alles töten, was hier kreucht und fleucht. Die finde ich aber auch wesentlich leichter wie die vom letzten Mal. Beim letzten Mal wisst ihr ja noch bestimmt, da haben wir die komischen Schildträger platt machen müssen und jetzt haben wir hier die nächsten, die ich aber jetzt gar nicht so fies finde. Was hat der eigentlich für einen komischen Arm? Ja, mit der Post, da gucken wir auf jeden Fall dann später nochmal nach und ob es neue Gildenbewerbungen gibt, da werde ich definitiv dann später nochmal reinschauen. Ich denke mal, wenn wir, sobald wir hier raus sind, gucken wir mal, wenn wir da ein bisschen mehr Ruhe haben. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Ja, hat mich zwar gesehen, aber greift mich nicht an. Jetzt, hey, na endlich, geht, aua, es geht doch. Und da kriege ich sofort wieder eine reingebrutzelt. So, so nicht, mein Freund. Komm, Wirbel kriegst du auch noch. Ach, er wirbelt auch, ist ja nett. Haben wir uns gegenseitig über den Haufen gewirbelt. So, komm. Jawohl, da haben wir den vierten von sechs. Zwei Stück fehlen noch. Ich glaube, die zwei machen wir auch auf einmal. Ich schmeiß mir jetzt auf jeden Fall nochmal ein Tränkchen rein. Und wir werden auch auf jeden Fall gleich mal zum Alchemisten wandern, sobald wir hier raus sind. Und beim Alchemisten werde ich dann auf jeden Fall mal wieder ein paar Tränke für uns basteln. Wobei, wir haben, glaube ich, noch die starken Tränke, ne? Aber schadet ja nicht, immer mehr davon zu haben. Wo will er denn jetzt hin? Ja, wirbel doch einfach mal eine Runde. Ach komm, ich wirbel jetzt auch. Sehr schön, fehlt uns nur noch einer. Das ist der hier hinten. Direkt wegklatschen. Sehr schön. Da fällt er gleich doppelt so oft hin. Und wir haben diese Quest fertig. Jetzt muss ich gerade gucken, haben wir die Quests nicht noch da irgendwo? Jawohl, hier haben wir die Quests. Die wollte ich doch eigentlich eingeblendet haben. So, mit wem? Ach, guck mal. Solyn ist da mit ihren komischen Kampfschwestern. Sprechen wir mal mit ihr. Das ist so nervig. Die Frau ist so nervig. Ja, das stimmt. Sie spricht immer nur von sich selbst. Danke, dass ihr Piesen in Sicherheit gebracht habt. Ich schätze, er ist mir irgendwie ans Herz gewachsen. Okay, zurück zur Sache. Ich werde meine Soldaten hineinschicken, um das Labor einzunehmen. Ihr findet einen Weg, die Gefangenen zu befreien. Oh, und bitte erwähnt das nicht gegenüber Rhodos. Erwähnt das nicht gegenüber Rhodos. All diese Versuche. Hört ihr das? Da hat aber einer lauter Musik an und steht einfach mal vor meinem Fenster. Finde ich super. Der bringt mich hier völlig aus dem Konzept. Naja, ist egal. Oh, und bitte, erwähnt das nicht gegenüber Rhodos. All diese Versuchspersonen sind Partianer. Seine Leute. Rhodos würde durchdrehen, wenn er sie so sähe. Ich verstehe. Sobald ich fertig bin, werde ich mit euch mich euch anschließen. Okay, wir kriegen die Aufgabe, wir sollen jetzt die Gefangenen befreien. Da gehe ich mal von aus, dass wir hier irgendwie was aufmachen sollen. Sehe ich das richtig? Okay, das Ding kriegen wir schon mal nicht auf. Hier hat da vorhin was geblinkt, oder nicht? Ich habe es ja mittlerweile verstanden, dass wir das auf, dass wir lieber... Ach, guck mal hier. Hier können wir was kaputt hauen. Jawohl, da sind wir drin. Ach, wir müssen nur die Käfigstäbe kaputt machen. Ja gut. Wenn es mehr nicht ist. Jetzt bin ich schon wieder auf den falschen Tasten. So, das sind zwei und dann auf der anderen Seite die beiden noch. Sehr schön. Ach, guck mal, die liegen hier sogar rum. Komm, die wirbeln wir einfach auf. Ich glaube, das geht ein bisschen schneller.
So. Und jawohl. Damit haben wir die Käfigstäbe auf. Die fliehen alle. Ach, guck mal. Ich dachte hier, diese Dicken wären auch böse. Naja, ist egal. Wir gehen auf jeden Fall weiter. Wir sollen uns ja wieder mit Solin treffen. Und da bin ich mal gespannt, wo wir jetzt als nächstes hinkommen. Oh, krass. Eine große Maschine. Das muss das Labor sein. Das sieht aus, als ob man hier Alchemie machen kann. Solin! Zu spät, Welpe. Lass sie sofort in Ruhe! Du erinnerst mich an jemanden. Eine sture Elendprinzessin, die mir Widerstand leistete. Das hätte sie nicht tun sollen. Aber meine Schwester? Möglicherweise war sie das. Ihr Herz war erfüllt von etwas, das ich noch nie gesehen habe. Siona! Ich musste sie öffnen, aber schließlich war ihnen doch nur Fleisch. Nützlich sein. Nein! Lass sie in Ruhe! Solin! Wow, die kurze ist ja eine richtige Kampfsau, aber auch wieder eine hammergeile Zwischensequenz, muss man sagen. Also hat mir wieder richtig gut gefallen, auch wenn es sehr sehr an Anime erinnert hat mit den dicken Kulleraugen, aber die kurzen, die Mädels, die sind ja sowieso alles so aus Anime-Filmen entlaufen, ne? Und von daher, was denn da hinten an der Wand? Das muss ich mir nochmal eben angucken, bevor wir mit Piesen sprechen. Schade, das hier ist auf jeden Fall ein Alchemielabor, aber wir können hier nichts machen. Das finde ich ein bisschen traurig. Sieht auf jeden Fall interessant aus, die Bemalung und sowas alles. Die Bemalung vor allen Dingen. Diese komischen Schriftzeichen. Wir sprechen mal mit Piesen. Der ist ja jetzt bestimmt am Weinen und beklagt sich darüber, dass der einfach mit ihr abgehauen ist. Wir müssen sie retten. Ich gehe ja nicht, bevor wir sie wieder haben. Angeblich seid ihr doch ein Held. Angeblich seid ihr der Held. Die Prophezeiung. Mystels Auserwählter. Helft mir, sie zurückzuholen. Von hier aus können wir nichts unternehmen. Es tut mir leid. Okay, wir sollen nochmal mit ihm sprechen. Okay, wir können hier nicht bleiben. Es kümmert mich nicht, ob ich sterbe. Ich werde nicht ohne Solin gehen. Rhodos helft mir, Piesen zu schützen. Achso, wir sollen... Ach, guck mal an, wir sollen ihn beschützen. Und wo ist Rhodos? Jo, Piesen dreht durch. Oh, oh. Oh, 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 oh. Hier geht's ab. Sehr schön, das hat schon mal funktioniert. Wir müssen gucken, dass Aua. Wir müssen gucken... Ah, Rhodos kommt auch. Sehr schön, dann hilft er uns also mitkämpfen. Und da kommen auch schon wieder die Nächsten. Wollte mich verarschen. Was denn hier? Aua, 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 aua. Aua, aua. Wir müssen mal eben was trinken. Wo ist die 6? Da ist die 6. Sehr schön. Oh Mann, ey. Aua, was jetzt? Ich bin benebelt. Verdammt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier geht's richtig los. Wir werden hier in einer Tour unterbrochen. Rhodos, hilf uns. Mir geht's gerade gar nicht gut. Sehr schön. Wie lange müssen wir noch durchhalten? Noch zu lange.
Ah, nee, jetzt hat er mich schon wieder unterbrochen und ich bin gleich tot, ey. Anderthalb Minuten haben wir noch. So, hau ab. Wieso sind die eigentlich immer hinter mir her? Jo, 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 schieß auf mich. Wie geht's piecen? Ich sehe es überhaupt nicht. Komm, mit einer Einzel komme ich klar. Sehr schön, haben wir uns schon mal ein bisschen geheilt. Und jetzt sollten wir vielleicht die 6 nochmal benutzen, um uns wieder zu heilen. Piecen geht's gut, Rodos geht's auch gut, okay. Ach du Scheiße, und da kommen schon wieder die nächsten Chaoten. Aber wir haben eine tot, das ist gut. Aber Piecen macht gute Arbeit. So, komm, den kriegen wir doch jetzt bestimmt auch. Jawohl, da haben wir den nächsten tot. Dann können wir uns hier die nächsten beiden holen. Boah, Rodos, der rastet ja richtig aus. Was macht der denn für einen Schaden? Ich muss hier mal weg. Wir haben noch 15 Sekunden. So, sehr schön. Heiligsblechli sind das Viecher. Und ich glaube, wir haben es geschafft. Boah, was ein Kampf, ey. Die beiden sind unkaputtbar und ich kann gar nichts. Mich haben sie jetzt fast jedes Mal kaputt gemacht. Wenn ich nicht geflohen wäre, wäre es hier gleich ganz schnell vorbei gewesen. Okay, wir müssen mit ihm sprechen. Mit Halran. Ist gerade ein bisschen leise auf dem Ohr, finde ich. So. Ich bin soweit rechtzeitig hier eingetroffen, als euch auch zu spät. Es tut mir leid, dass eure Freundin Sulin nicht gerettet werden konnte. Aber tröstet euch, Mystel hat vorher gesagt, dass ihr sie wiedersehen werdet. Um nun auf eure Rolle zu sprechen zu kommen. Die Maschine in der Mitte des Raumes reguliert die Sturmbarriere. Man kann sie nicht abschalten, aber man kann sie überladen. Wenn ihr den Hebel betätigt, wird sie sich selbst zerstören. Es wird mir ein Vergnügen sein. Okay, wir sollen also die Maschine zerstören. Jetzt müssen wir mal eben gucken, wo ist das hier? Da ist der Hebel. Okay, und dann bin ich mal gespannt. Vielleicht kommt ja wieder eine Zwischensequenz. Boah, das ist ja eklig. Hört das auch wieder auf? Ah, es wird weniger. Sehr schön. Und da ist auch die Maschine hinüber. Wir können wieder mit ihm sprechen. Sehr schön. Schau nochmal. Der Regulator explodiert gleich. Wir sollten unverzüglich verschwinden. Kommt schon, Piecen. Zeit zu gehen. Und damit haben wir auch diesen Abschnitt des Abenteuers, denke ich mal, abgeschlossen. Die Quest-Reihe ist auf jeden Fall beendet. Wir müssten jetzt irgendwo eine neue Quest annehmen können. Ach, guck mal, und wir kriegen sogar sofort eine neue Quest an. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Sind wir... Ach, wir sind wieder in der Hauptstadt. Wir sind wieder in der Hauptstadt. Jetzt gucke ich mal eben kurz ins Questlog rein, wie es denn da ausschaut. Handlungsquest. Wir sind bei der letzten. Krieg ist nahe. Okay. Gehen wir mal zur letzten und schauen mal. Was kann ich euch sagen? Sulin ist fort. Keine Sorge. Ich werde sie finden und sie wohlbehalten zurückbringen. Aber wir müssen das Teleportal in Gang bringen. Die Lage auf dem Schlachtfeld wird immer schlimmer und wir brauchen Verstärkung. Hagant wird euch erklären, was zu tun ist. Okay, ich werde mit ihm sprechen. Okay, wir sollen mit Hagant sprechen. Jetzt bin ich... Ich muss mal eben ganz kurz auf die Map gucken. Wundert euch nicht, dass ich da jetzt eben drauf gucke, denn ich will gucken, ob wir hier irgendwie was haben. Das ist das Gildenzeug. Handelsagent. Das sind die Ausbilder. Ich glaube, hier gibt es gar keine Alchemisten, wa? Dazu müssen wir wahrscheinlich dann doch wieder in eine der Hauptstädte zurück. Na, dann müssen wir hier erstmal so ein bisschen weitermachen. Beziehungsweise, da wir ja jetzt hier raus sind, werde ich eben mal ganz kurz mir die Post angucken und die Gildenbewerbung. Fangen wir mal mit den Gildenbewerbungen an. Bewerbung, was haben wir denn da? Isagrim.
Ein kleiner Bogi sucht ein Zuhause. Ein kleiner Bogi sucht ein Zuhause. Ich weiß jetzt nicht, ob du Zuschauer bist oder nicht, aber wir nehmen dich auf jeden Fall auf. Schauen wir einfach mal. Und wen haben wir hier noch? Jinbo. Kann ich in deine Gilde, bin ein Zuschauer. Auf jeden Fall kannst du da auch rein. Wenn ihr jetzt nicht mich so oft sehen solltet in der Gilde, dann macht euch da keine Gedanken. Das liegt halt daran, dass ich im Moment sehr beschränkte Aufnahmezeiten habe. Aber zum größten Teil sollen die Gilden ja auch für euch sein, dass ihr euch auch untereinander besser kennenlernt und natürlich auch untereinander ein bisschen zocken könnt. Und deswegen mache ich das ja auch mit der Gilde, um euch da ein bisschen entgegenzukommen. Wen haben wir überhaupt online? Isagram ist online. An dieser Stelle ein herzliches Hallo. Ja, und ich bin der Einzige, der sonst noch mit online ist. Ist aber nicht weiter wild. Gut, jetzt gucken wir nach der Post. Schon wieder der Osterhase. Der Osterhase, der verfolgt mich. Das ist so ein Stalker, der alte Sack. Was war das jetzt für ein komisches Geräusch? Was war das jetzt für ein Piepen? Ach, guck mal. Geben wir mal Gilde ein. Nabend. Kein Problem. Bin gerade am Aufnehmen. So, gut. Das haben wir gemacht. Jetzt müssten wir theoretisch... Warte mal, was wollte ich denn überhaupt jetzt noch gemacht haben? Post haben wir geguckt, da müssen wir gleich mal irgendwie am Briefkasten vorbei das Osterei vom Osterhasen abholen. Und jetzt quatschen wir aber erstmal hier mit dem Fritzen. Willkommen zurück, Crazy Bane. Man hat mich über euren Verlust informiert und ich verspreche euch, dass Höhenwacht alles dafür tun wird, euch bei eurer Suche nach Solin zu unterstützen. Unsere Hauptsorge gilt jedoch dem Teleportal. Ich glaube, dass der richtige Zeitpunkt zur Reaktivierung gekommen ist und ich wollte diese... Ich wollte diese Ehre euch überlassen. Bitte, mein Freund, bringt einen Relativitätsstein an der Quelle an und setzt das Teleportal von Höhenwacht wieder in Gang. Das wäre mir eine Ehre. Habt Dank. Okay, so, was soll ich jetzt machen? Sie ist einfach nur angrabbeln oder was? Was ein cooler Sack. Zair ist es. Keine Ahnung, wer das sein soll. Ich gehe mal wieder auf den... Moment, haben wir hier nicht irgendwie einen Gilden-Chat oder sowas? Schade, vielleicht muss ich das beim nächsten Mal etwas umändern, weil mich stört das immer, wenn ich da die ganzen Schriftzüge unten links im Bild habe. Gut, jetzt ist da hier so ein cooler Sack da aufgetaucht, der jetzt aus dem Teleportal gekommen ist. Komisch, jetzt ist oben nichts mehr. Das ist nur in der Zwischensequenz gewesen, dass da sich ein Portal geöffnet hat. Aber war auch wieder eine sehr recht coole Zwischensequenz. Begrüßt, Mitglied von Valkyon. Der sieht auf jeden Fall... Boah, der hat so eine geile Rüstung an, die will ich auch haben. Das scheint auch ein Berserker zu sein, so wie wir. Nur, dass denen seine Sachen wesentlich stylischer aussehen. Aber super geil. Der muss auch schon den einen oder anderen Kampf hinter sich haben bei den Narben im Gesicht. Wer hat dieses Teleportal geöffnet, Crazy Bane? Crazy Bane? Von dem Moment an, als ich euch zum ersten Mal sah, wusste ich, dass ihr für etwas Großes bestimmt seid. Doch ihr übertrefft meine Erwartungen immer wieder. Ich muss nach Vedika zurückkehren, aber vorher muss ich mir noch selbst ein Bild von der Heimat der Baraka machen. Bitte helft Dugal dabei, dieses Gebiet zu beschützen. Wenn ihr beide hier seid, dann bin ich mir sicher, dass dieser Krieg noch nicht entschieden ist. Jawohl, habt Dank.
Okay, jetzt sollen wir wahrscheinlich hier wieder mit irgendwem sprechen. Genau, mit dem sollen wir sprechen. Ich hätte mal eine Frage. Egal, wer von euch sich hier auskennt in den neuen Gebieten, gibt es eine Möglichkeit, hier hinzukommen und wieder wegzukommen? Also jetzt nach Vedika? Oder muss ich dafür Schriftrollen kaufen, um hier wieder hinzukommen? Weil das wäre mal eine ganz interessante Frage für mich. Weil ich, wie gesagt, ich würde ganz gerne mal wieder Alchemie weitermachen. Und ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ihr merkt das schon. Ich habe jetzt letztens einen Kommentar gelesen, so von wegen, da wurde ich gefragt, warum ich denn die Standardattacke nehme. Dies wäre doch total schlecht. Ja, ich bin halt total schlecht. Damit müsst ihr halt zufrieden sein. Aber bisher spricht ja nichts dagegen, dass ihr irgendwie Probleme damit habt. Wie gesagt, ich komme da nicht so ganz klar. Und im Grunde muss ich die Schläge machen, um einfach Mana aufzubauen. Ich weiß, es wird auch anders gehen, aber das ist halt so meine Spielweise und die werde ich jetzt nicht von... Ihr müsst bedenken, ich spiele das Spiel jetzt gute 2 Jahre mit euch zusammen. Und was ich mir in 2 Jahren angeeignet habe, das lässt sich hier nicht von jetzt auf gleich so einfach umschmeißen. Aber nun gut, bevor wir hier mit dem Fritzen sprechen, würde ich sagen, werde ich an dieser Stelle einen Cut machen. Und ich hoffe natürlich wie immer, dass ihr bis hierhin Spaß hattet. Schaltet doch einfach in 2 Tagen zum nächsten Part von Terra wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao.